Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play F1 2014. Wir sind heute nicht im Ungaroring, sondern am Ungaroring. Und ich bin vorhin ein bisschen im freien Training rumgefahren, habe so ein bisschen die Strecke getestet, ob da alles passt und so. Und bin jetzt eigentlich schon ready fürs Qualifying und werde jetzt einfach mal eine fliegende Runde starten. Und ihr seht, es regnet. Das ist ja so ein bisschen mein Lieblingswetter, der Regen. Sowas von überhaupt nicht. Und wir werden jetzt einfach mal schauen, wie das Ganze so abläuft. Ich muss mich mal ein bisschen recht hinsetzen hier. So. Passt schon besser. Aber ich drifte hier nur. So, jetzt erste fliegende Runde hier. Im Regen bin ich nicht gefahren. Also im Training, im freien Training war das Wetter gut. Optimal und sehr schön, angenehm zum Fahren. Ich bin da ein Stint, also ein Long Run mit den harten Reifen gefahren und ein Long Run mit den weichen. Und mit den weichen bin ich gut 15 Runden zurechtgekommen. Also die weichen Reifen halten sehr gut und mit den harten bin ich nur 7 gefahren. Und die sahen nach diesen 7 Runden immer noch aus wie neu. Also vom Reifenverschleiß stehen wir eigentlich ganz gut da. So, der Motor überhitzt irgendwie ein wenig. Aber ich versuche hier jetzt mein Bestes. Boah, das bricht das Auto aus. Ich werde nachher gleich nochmals eine Runde anhängen. Boah, das ist wirklich hässlich zu fahren. Ich muss mal schnell rechnen, 12 Sekunden langsamer als mit dem Trockenen, mit dem ich gefahren bin. Also mit dem Harten bin ich 1,28, mit dem Weichen 1,26 gefahren. Wir sehen, Maldonado ist schon mal schneller. Ja, aber nicht wirklich viel. Esteban Gutierrez, jetzt 1,43. Sutil ist jetzt der schnellste. Noch 1,40,0. Es wird wieder ein schwaches Qualifying. Wir sind jetzt zwar noch zwei Zehntel schneller gefahren, aber ich glaube, das wird uns nicht weiterhelfen. So, jetzt hier letzte Kurve. Vollgas rausbeschleunigen. Ich habe nur Wheelspin. Das wird eine 40-1, also im Bereich Sutil. Ich kann ja keine Runde mehr fahren, weil ich habe zu wenig Sprit im Auto. Mal schauen, wie es jetzt so weitergeht, was die anderen für Zeiten fahren. Also die anderen haben auch Mühe hier. Hamilton nur 8. Vettel 7.
Alonso 10., jetzt Ricciardo 10., Alonso 11., Rosberg 13. Und hier, das sind momentan die Ausscheidungskandidaten Perez, Massa, Magnussen und Co. Ja, ich habe jetzt hier geschaut, ob es aufhört zu regnen, aber kannst du vergessen. Und wer ist da noch draußen? Raikkonen, Hülkenberg und Bottas. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Was ist hier los? Meine Fresse, Valtteri Bottas ist draußen, Hülkenberg und Co. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Jules Bianchi fährt auf Platz 9 nach Q1 und Kobayashi auf Platz 6. Und Sutil, ja, sauber Führung. Momentan Führung natürlich. Weil es gibt ja noch Q2 und Q3. Marcus Ericsson und Scheurig Wern schafft es zum Glück auch. Und auch Max Chilton schafft es wegen 2000stel. Also das ist mal richtig Hochspannung pur. Und wir müssen anscheinend weiterhin im Regen fahren. Und ich würde sagen, ich lasse jetzt mal die anderen vorfahren. Da können die so ein bisschen ihre Zeit raushauen. Aber ich glaube, jetzt wird das Ganze sich wieder ein bisschen formen hier. Ja, genau. Und zwar haben wir jetzt, ja, genau das, was ich mir gedacht habe, dass hier Wern gleich 2,5 Sekunden Rückstand auf Rosberg hat. Und wir müssen jetzt auch mal noch rausfahren. Jetzt treffe ich hier die Taste nicht. Hallo? So, jetzt hier. Auf die Strecke fliegende Runde. Wie lange haben wir noch Zeit? Ja, genug. Wir müssen die Gutierrez-Zeit von 1,45 schlagen. Wir sind ja vorhin 1,40 gefahren, also sollten wir das eigentlich schaffen. Ich habe das Gefühl, der Regen ist ein bisschen schwächer geworden. Boah. Aber ihr seht, ich bin nicht der Einzige, der hier Probleme hat, mit dem das Auto irgendwie auf der Strecke zu halten, ohne Wheelspin oder ohne Dreher. Und jetzt gehen wir auf die fliegende Runde und hoffen, dass wir die Zeit von Esteban Gutierrez unterbieten können. Obwohl, ich glaube eine 1,44, da müsste ich schon ein größerer Fehler in der Runde haben. Weil vorher die 1,40, die würden ja reichen, theoretisch. Ich würde es jetzt echt mal interessieren, was für Zeiten man auf Intermediates fahren würde. Aber das ist noch viel, viel zu nass. Erstmal 2 Sekunden schneller als Gutierrez und eine lila Zeit. Also sieht ganz gut aus. Jetzt hoffen wir, dass wir das so ins Ziel tragen können. Ein bisschen weit hier, aber ist gerade nochmal gut gegangen. Ich dachte, dass ich da mich ein bisschen verbremst habe, aber ich hatte Glück. Was ich in Spa auch noch machen werde, ist, ich werde den Motor wechseln. Also, ich fahre jetzt, glaube ich, mit dem zweiten Motor oder so. Ich glaube, da müsste man auch mal wechseln. Weil die Leistung geht ja verloren. Und wir sehen hier, der ist so am Anschlag hier. Der wird nur strapaziert und dann haben wir in Spa keine gute Pace. Und das ist natürlich nicht gut. So, jetzt gibt es noch 5 Minuten auf der Uhr. Die Reifen gehen gar nicht richtig auf Temperatur. Ich fahre jetzt erstmal 1,39. Hä? Ich fahre 1,39,2. Und bin 2 Sekunden schneller als andere. Okay. Stimmt hier wieder mal was nicht? Kann ja auch sein. Ich werde dann gleich nachher mal nachschauen. Werde ins Menü gehen und dann wieder nachjoinen, so gesagt. Ich bin jetzt erstmals vorne und Gutierrez und Sutil haben es geschafft. Also die zwei Sauberpiloten sind mit dabei in Q3 und nicht dabei sind halt Ericsson, Chilton, Bianchi. Und Kobayashi ist sogar schneller gefahren als Pastor Maldonado im Lotus. Und auch Romain Grosjean hat es nicht geschafft in Q3, aber die haben ein gutes Qualifying hingelegt. Und jetzt ist Intermediates Time. Das gefällt mir schon eher.
Und ich werde jetzt hier schon mal ein bisschen vorspulen. So, jetzt werden auch hier 33,9 gefahren. Und die werden wir jetzt angreifen mit unseren Intermediates-Reifen, die hoffentlich ein bisschen besser funktionieren. Ich hoffe, dass ich mal nicht so viel Wheelspin habe und das Auto besser auf der Bahn halten kann. Ich muss jetzt da die anderen ein bisschen vorfahren lassen. Ich hoffe, die gehen in die Box. So, kann ich jetzt mal hier Fettgemisch reinhauen. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh für Intermediates, oder? Obwohl, die anderen fahren ja 33. Ja, und ich habe wesentlich mehr Haftung. Also ich bin jetzt da fast mit Pedal voll unten aus der Kurve rausbeschleunigt. Und vorhin durfte ich es ja kaum berühren. Schon hatte der ja Wheelspin. Noch 5 Minuten in dieser Session hier in Q3. Wir sind der einzige Fahrer, der noch keine Zeit aufgestellt hat. Aber das habt ihr ja mitverfolgt, das wisst ihr ja. Mal schauen, was wir jetzt so fahren im ersten Sektor. Einen Zehntel schneller als Sebastian Vettel. Das gefällt mir. Hier volle Konzentration. Weil jeder kleine Fehler könnte auch in der Mauer landen und dann würden wir eine Reparatur nicht mehr hinkriegen. Und wir sind ja 2 Zehntel schneller. Jetzt wird das Ganze spannend im letzten Sektor. Ist so ein bisschen unsere Schwachstelle wieder. Wir haben ja so unsere Schwachsektoren. Aber hier Sektor 1. Ein Zehntel schneller, an den Sektor 2 wieder ein Zehntel schneller, also sind ja schon 2 Zehntel. Und jetzt hier dritter Sektor, voraus beschleunigen, es reicht. Boah, aber locker. Aber mal locker hier. Okay. Session-Option zurück zur Garage, bin ich mir ja sicher. Und ich glaube, da wird sich auch nichts mehr tun. Wir haben eine gute Pole und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, meine Freunde. Ja, Jean-Eric wird 8. Gut. Auch die beiden Sauber 9. und 10. Das ist jetzt so, ja, ist okay. Ja, ist gut. Und ja, eine weitere Überraschung gibt es gar nicht. Also außer, dass halt eben die anderen hier das nicht in Q3 geschafft haben. Oder nicht mal in Q2. Und hier der Handshake von Sebastian Vettel. Und mit diesen Worten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaltet morgen beim Rennen wieder ein. Es wird sicher spannend. Ja. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und bis morgen. Tschüss.